Hallo ihr lieben guten Menschen da draußen, ich bin die Valerie und heute geht's noch einmal um mich als Kind und Jugendliche. Ich schaue mit euch rein, wie es so war nach meinem Realschulabschluss, wie ich mich so entwickelt habe und warum ich dann zeitweise wirklich horrormäßig drauf war. Wir gucken die Zeit an, kurz bevor die PTPS dann auch ausgebrochen war, wie es da so bei mir aussah und wenn es nach was klingt, was für dich interessant ist, dann sehen wir uns nach dem Intro. Aber zunächst an dich die Frage, wie es dir geht und wo du gerade stehst. Ich bin müde. Ich habe mir gefühlt den Mund fusselig geredet, bin auch ein bisschen aufgewühlt und dachte, ich tue jetzt aber noch so. Ja, ich habe jetzt im letzten Video auch sehr stark nochmal auf meine Augenkrankheit geguckt und die Isolation. Und mit 18 wurde das Zerzept abgesetzt und die Augenerkrankung ist auch nicht mehr gekommen. Dann kam aber Bernd. Deswegen habe ich euch ja schon angedeutet, dass ich halt manchmal glaube, dass das so Nebenwirkungen sind, ja. Und das Traurige ist tatsächlich, dass ich meinen 18. Geburtstag auch im Krankenhaus verbracht habe. Das war richtig, richtig bitter, weil Bernd so heftig war, ne? Also mit dem Absetzen von dem Zerzept kam Bernd. Der war so dick, dass die Angst hatten, dass dieses sehr feine Knöchelchen hier unter der Haut bricht. Und deswegen musste ich in die Klinik, habe dann intravenös Antibiotika bekommen, was null geholfen hat. Wurde dann einfach nach einer Woche, weil MRT unauffällig war und so entlassen. Und Bernd hat sich dann irgendwann wieder verzogen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe meine Realschule abgeschlossen, weiß ich nicht, glaube ich, mit einem Dreierabschluss, so Mathe, gerade so. Also ich weiß noch, ich habe meine Matheprüfung verhagelt. Falls ihr euch wundert, ich war wirklich in der Schule überhaupt nicht gut. Gerade Prüfungssituation, absoluter Horror. Bei meiner Matheprüfung hatte ich so einen Blackout, dass ich eine 5,9 geschrieben habe. Und man mich auch nicht mehr in die mündliche Prüfung bei Mathe gelassen hat, weil man einfach Sorge hatte, dass ich die so verhagel, dass ich wirklich komplett durchfalle. Das heißt, ich hatte einen Fünfer in Mathe und habe so die Realschule abgeschlossen und habe dann bei einem Anwalt eine Ausbildung angefangen zur Rechtsanwaltsfachangestellte und das nur, weil die Agentur für Arbeit aufgrund meiner Krankheit die Ausbildung finanziell gefördert hat. Also der Typ hat mich eigentlich nur genommen, weil er die Kohle haben wollte. Und dementsprechend waren die, schlecht waren die Jahre auch. Und dann auch wieder mit sehr, sehr krassen Krankheitsphasen geprägt. Also dann eben mit Bernd. Und das war an meinem 18. Geburtstag, da war ich schon in der Ausbildung. Und mit der Ausbildung und so kurz davor fing dann auch so meine Phase an, wo ich dann so mal endlich weggegangen bin mit der dann kennengelernten Freundin, mit der ich super dicke war, wo wir dann freitags, samstags auch mal auf die Gasse gegangen sind, aber lang nicht so extrem wie vielleicht andere Jugendliche oder junge Leute. Und dann eben so die ersten Kerle kennengelernt, aber immer wenn es so ein bisschen mehr, also vielleicht auch zu einem Sex kommen sollte, war immer super viel Drama, viel Geweine und ich wollte das nicht. Und deswegen sind die Typen meistens auch wieder abgerauscht. Und dann eben in dieser Zeit, ich glaube in meinem letzten Ausbildungsjahr, habe ich tatsächlich dann auch meinen Partner kennengelernt. Ich muss sagen, dass dieses Weggehen und das ist vielleicht auch ein bisschen mehr Autonomie zu meiner Mutter gewinnen und vielleicht auch mal die ersten Kerle, dass das schon auch dazu geführt hat, dass ich offener war und auch viele Bekannte hatte. Aber jetzt kommt wieder so ein Thema, das ich euch auch schon erzählt habe bei dem mit den Freunden, Freundschaftsgeschichten. Ich hatte so viel Lücken und so viele Dinge vergessen und so vieles gar keine Ahnung, dass ich wirklich immer wieder zu Lügen gegriffen habe, auch massive Lügen, was mein eigenes Leben betroffen hat, um zu verschleiern, was sonst bei mir war. Also das war wirklich eine Zeit mit vielen, wo so viele Lücken einfach waren oder so viel Trauriges, dass ich das irgendwie füllen musste, ja. Und ich habe euch gesagt und das auch groß angekündigt, dass dann auch so ein Shift kam, nämlich mit dem mehr draußen sein, mehr Leute kennenlernen, vielleicht auch nicht mehr so unbeliebt zu sein oder so Mobbingopfer und auch nicht mehr krank sein, hat etwas angefangen, was ich heute gar nicht mehr nachvollziehen kann, nämlich, und das tue ich auch so ein bisschen vielleicht als Täterphase, vielleicht kann man das auch so bezeichnen, dass ich nämlich selber zum Mobber wurde, zum Intrigant, dass ich Leuten Sachen erzählt habe und die mir anvertraut wurden oder dass ich auch Geschichten ganz bewusst erfunden habe, um mich halt wichtiger zu machen, weil ihr habt es gehört, ich hatte ja auch
dann, als ich älter wurde, ich hatte ja keine Hobbys und nix, so. Weil ich eben dann erst super lange sowieso eingesperrt war und dann super krank war und ich habe wirklich gar keine Hobbys gehabt und ich habe dann immer versucht, mich auch interessanter zu machen, als ich eigentlich bin. In der Zeit, über die wir jetzt auch gerade reden, wirklich ist so destruktiv und so voll Selbsthass war, dass ich nicht in selber Ritzen oder so gezeigt hat, sondern dass wirklich, dass ich ein Hass gegen mich selber und der hat sich dann gegen andere gerichtet. So. Ich war so lange so gefangen und als ich endlich in Freiheit entlassen wurde und andere kennenlernen durfte und ja auch das Mobbing überstanden hatte in meiner eigenen Schulzeit, dass das so richtig umgekehrt ist, in so eine Tätergeschichte, ja, dass ich die Ex-Freundin dann von meinem Partner angeschrieben habe, dass ich die beste Freundin meines damaligen Partners geschlagen habe, weil sie mir auf den Sack ging und so. Also das war richtig heftig. Und auch hier muss ich noch mal sagen, ich bin ja der festen Überzeugung, dass die Augenerkrankung kam, weil ich was nicht sehen wollte. So sagt man das ja, du willst was nicht sehen, ja. Und das hat dann so umgeschlagen in so eine Wut, die sich ganz lang gegen sich selber gerichtet hat, ne? Deswegen auch die Augengeschichte. Und jetzt kam das so raus an andere. Und auch hier habe ich in meinem ganzen Weg nie jemand kennengelernt, der gesagt hat, ey, du hast Probleme, vielleicht solltest du mal dich in Therapie begeben. Ja, vielleicht ist alles, was du machst, nicht so gut. Ja, und so destruktiv und ungesund. Aber das hat mir halt niemand gesagt. Und ich muss euch sagen, dass ich heute diesen Menschen, den ich damals war, also ich kann, das war nicht so emotional, oh Mann, mir tut die Person damals richtig, richtig leid. Und ich weiß, dass ich von mir selber spreche und trotzdem muss ich ihr sagen, ist es so, das ist irgendwie so abgetrennt. Ich habe manchmal das Gefühl, der Mensch, der heute hier sitzt, mit dem Selbstbewusstsein, vielleicht auch nicht immer, aber immer öfter und mit allem, was ich erlebt habe, dieser Mensch, der kam erst mit dem Erkennen der PTPS und der Mensch davor, das ist so ein Mensch, ich verstehe gar nicht, wie der so sein konnte. Also, oder doch, ich verstehe es, aber es ist halt irgendwie wie so ein abgetrennter Teil von mir. Das sind so Personen, die ich heute betrachten kann mit Mitgefühl und Mitleid und ich wünschte, ich könnte für die Zeit zurückdrehen, und denen einfach geben, was die gebraucht hätten. Aber leider ist es nicht so. Und deswegen muss ich damit umgehen und ich versuche mir das immer wieder selber zu verzeihen und diesen Menschen, den ich auch, also natürlich haben die Menschen mich auch verletzt, versteht ihr? So, dann ist mir einer der Kerle, mit denen ich angebandelt habe, ist mir fremd gegangen. Ja, dann hatte ich halt komplette Ausraster. Ja. Also das war ja immer, das sind ja immer Aktion, Reaktion und manchmal war ich in der Aktion, manchmal war ich in der Reaktion, ja, dann habe ich es dem halt reingedrückt, weil wie gesagt, der ist dann fremdgegangen mit einer anderen, das kam dann raus, weil es jeder mitbekommen hat in der Disco, in der wir waren. Dann bin ich halt zu seiner Mutter gegangen und habe ihr erzählt, dass er mir noch super viel Geld schuldet und dass er sich weigert, mir das zu geben. Ne? Also habe ihm richtig eins reingedrückt, so also wirklich auch ein Mensch, der einfach richtig assi war. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube kurz vor meinem 19. Geburtstag, meinen Partner kennengelernt, mit dem ich dann auch 7,5 Jahre zusammen war. Das heißt, wir haben uns, glaube ich, ja wartet, wir haben uns 2013 getrennt und 2014 ist dann die PTPS gekommen. Das heißt, ich war dann mit dem sehr, sehr lange zusammen und es war eine sehr schlechte Beziehung. Warum war sie sehr, sehr schlecht? Ich glaube, wenn man selber nicht ein Mensch ist, und ich war zu dem Zeitpunkt kein Mensch, sondern ich war eigentlich wie ein Tier, sehr animalisch, würde ich heute sagen. Also wirklich nur noch in der Verteidigung, überall Feinde gesehen, wie ein getretener Hund eigentlich. Und es war so, dass ich meine Ausbildung gemacht habe beim Anwalt. Ich habe sie gehasst, ganz ehrlich. Es ist auch, ich finde es nachträglich spannend, dass ich auf der einen Seite, sage ich jetzt mal, den Rechtsbereich gesucht habe. Ne? Als Mensch, der wenig Recht bekommen hat, habe ich das Gefühl, war so die Justiz irgendwie was dann irgendwie auch dazu passt. Aber gleichzeitig ist es halt auch super auffällig, weil es natürlich ein durch und durch, wie könnte man das sagen, eine Männerdomäne ist. Ja. Der Anwalt ist der Chef und die meisten Anwälte sind halt männlich. Ja.
Und denn das steht ganz oben. Also es ist auch sehr patriarchalisch und hierarchisch in einer Anwaltskanzlei, ne? Dann hast du vielleicht noch eine Bürovorsteherin und jemand, der Rechtsfachwirt ist. Und sonst hast du nur Frauen, die wirklich zickig as fuck sind, lästern ohne Ende. Also das war auch nochmal richtig, richtig heftig. Dann hatte ich ja Bernd war im Krankenhaus und so. Also auch hier habe ich eben Mobbing erfahren. Und dann eben wurde ich arbeitslos und hatte nichts zu tun, weil ich auch keine Hobbys hatte. Und dann das Internet für mich entdeckt habe und dann Leute einfach terrorisiert habe, die mich früher terrorisiert haben, die mich früher verletzt haben, habe das wirklich alles so zurückgegeben, was ich habe geben können. Und dann habe ich eben meinen Partner kennengelernt und dann ist da auch wieder so ein bisschen ein Shift, weil ich dann durch meinen Partner eben eine Familie kennengelernt habe, die groß und sehr herzlich war. Das heißt, ich habe manchmal habe ich das Gefühl, ich war dann gar nicht mehr so lange, also vielleicht war ich irgendwann auch gar nicht mehr so verliebt, aber ich habe einfach das geliebt, dass ich wie eine Familie hatte. Ja. Ein riesiger Familienbund, wo dich alle mochten und nach dir auch was, also sich für dich interessiert haben und dich gefragt haben und so. Ja. Also echtes Interesse an mir als Mensch. Und wie wichtig mir diese Familiengeschichte auch bei meinem Ex-Partner war, das könnt ihr daran sehen, dass ich mit meiner Ex-Schwiegermama, also wir waren nie verheiratet, aber ich nenne es jetzt mal so, dass ich mit der heute immer noch in Kontakt stehe und tatsächlich mit meinem neuen Partner auch schon bei ihr war, mit dem Hund und ja, wir immer noch in Kontakt stehen, ja, weil es war das erste Mal so richtig Familie, wie ich erlebt habe und Menschen, die sich wirklich für mich interessiert haben und dafür bin ich denen auch ewig dankbar. Die Beziehung mit meinem damaligen Partner war aber deshalb nicht so gut, weil ich ja gar nicht da war, versteht ihr? So, ich war ja gar kein richtiger Mensch, keine Hobbys, keine Interessen. Er war ein Mensch, der sich für sehr viel interessiert hat. Da konnte er mich total auch mitreißen. Das ist auch schön. Tatsächlich diese Naturliebe habe ich von ihm und seiner Familie bekommen. Dafür bin ich denen auch ewig dankbar. Und dann kam eben was, dass die zu mir gesagt haben, so weil ich war arbeitslos, ich hatte keine Ahnung, wo es hingehen sollte. Und dann haben die zu mir gesagt, da gab es immer einen Oma-Tag, Freitag, war immer Oma-Tag. Und dann haben die gesagt, wenn wir heute Nachmittag kommen, also die Woche davor, wenn wir nächste Woche kommen, dann hast du alle Berufe aufgelistet, die du gerne machen würdest, die du interessant findest. Das gab es damals von der Agentur für Arbeit, da konnte man alle Jobs von A bis Z durchgucken. Und dann schauen wir mal zusammen, wie es aussieht. Und dann kam ich und habe denen so erzählt, ja, am liebsten wäre ich ja in der Schwangerschaftskonfliktsberatung tätig, das fände ich irgendwie interessant. Und dafür braucht man aber Fachhochschulreife. Und zum ersten Mal habe ich Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, dann mach doch einfach. Wie, du hast eine 5 in Mathe, who cares? Dann nimmst du halt Nachhilfe und lernst es, gar kein Problem. Ja, es waren Menschen, die nicht wie meine Mutter und auch der Rest meiner Familie so gebremst hat, sondern es gesagt haben, try it. Ja, was hast du denn zu verlieren? Versuch's doch einfach, mach deine Fachhochschulreife nach, hol dir das und dann geh doch studieren und so. Und das habe ich das erste Mal so richtig erlebt, dass jemand so gesagt hat, so ich traue dir das zu. Und ich muss euch sagen, dass das bewirkt hat. Also ich habe dann tatsächlich, bin dann mit meinem Partner umgezogen in eine andere Stadt. Und er hat angefangen mit Studieren und ich habe meine Fachhochschulreife gemacht in 8 Monaten. Ich habe tatsächlich auch in Mathe mit nur 4 abgeschlossen. Ich habe mich richtig reingekniet, ich hatte richtig Bock und bin danach dann eben studieren gegangen. Keine soziale Arbeit, aber eben Frühpädagogik. Und nachdem ihr jetzt alles gehört habt, wundert es euch und mich tatsächlich auch nicht, warum ich eben dann in der Pädagogik gelandet bin, weil da tatsächlich Dinge einfach aufgearbeitet werden mussten. Und ich muss euch sagen, dass mit dem Umzug auch wieder was passiert ist. Das ist ein bisschen ähnlich zu jetzt, aber das ist auch zu ähnlich zu meiner Jugend, dass ich mit dem Umzug und dem Verlust von meinem Umfeld wieder komplett in die Isolation gegangen bin. Dieses Mal war es eben nicht meine Mutter als Wächterin des Käfigs, sondern es mein damaliger Partner. Ich habe mich komplett zurückgezogen. Ich war mit allem total überfordert. Ich konnte wirklich nur Kraft aufbringen für die Fachhochschulreife, für dieses. Das war wirklich anstrengend, in 8 Monaten das nachzuholen, was manche eben in 2 Jahren im Berufskolleg machen. Das hat mich unfassbar viel Kraft gekostet und dazu kam, um es euch kurz zu erklären, was war denn so anstrengend. Ich hatte ja zwar einen kaufmännischen Beruf gemacht, aber wir hatten tatsächlich in meiner Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte überhaupt gar kein BWL und auch Volkswirtschaftslehre. Das hatte ich alles nicht. Das heißt, ich musste das von Scratch selber lernen.
Und das war wirklich heftig. Also ich musste, habe wirklich den ganzen Tag nur gelernt oder gelesen, und bin wirklich gar nicht rausgekommen. Ich habe dann dadurch auch keine Leute vor Ort kennengelernt, weil ich komplett immer noch nur auf den Partner und nur, oh Gott, die fragen mich was. Und dann, wenn ich ehrlich antworten würde, müsste ich lügen. Deswegen sage ich lieber gar nichts mehr. Also da war dann auch wieder so ein Shift von Persönlichkeit, also dass ich total abgesumpft bin. Und dann ging es natürlich nicht lange und dann kamen wieder körperliche Erkrankungen, vor allen Dingen Bernd, der super dick war, dann auch aufgeschnitten wurde. Also ich habe da eine Narbe im Gesicht, weil die wirklich eine Biopsie genommen haben, also eine Hautprobe. Und dann wieder super viele Ausfälle habe, die ich ja irgendwie kompensieren musste. Also das war wirklich auch nochmal heftig. Und dann habe ich ja eben mein Studium angefangen in einem Ort, der ungefähr 1,5 Stunden mit der Bahn One Way weglag. Und darüber hatte ich ja auch schon gesprochen in dem Freundschaften-Video. Da würde ich euch dann jetzt daraufhin verweisen. Und das mache ich, indem ich das oben verlinke. Denn auch hier ist es einfach so, dass ich halt super viel gelogen habe, weil ich meine Lücken nicht so gut erklären konnte. Ich muss euch auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt noch viel mehr verschüttet war wie heute, wenn ich das euch erkläre. Ja, das heißt, ich war einfach wirklich immer wieder in großer Not. Ja, wir haben uns dann 2013 getrennt und diese Trennung, die war für mich richtig hart, weil ich wirklich gar nichts hatte. Ich hatte eine Wohnung und ein Bachelorstudium, das ich dann zu dem Zeitpunkt ja, kurz vorm Abschluss war. Es war alles. Ich hatte keine Freunde, ich hatte, wie ihr wisst, keine Familie, ich hatte keine Hobbys. Da war eigentlich nur noch eine Hülle da. Dann ist eben eine Mitbewohnerin eingezogen, die immer noch heute meine Freundin ist. Und die hat dann den neuen Shift gebracht. Und als ich dann jemand Neues kennengelernt habe, dann ist die PTPS ausgebrochen. Das habe ich euch ja schon erzählt. Und ich glaube heute rückwirkend, dass es eben so kommen musste, weil einfach so viele Umbrüche waren und der ganze Geist irgendwann gemerkt hat, jetzt kann ich, ja, jetzt bin ich aus allen guten, unguten Beziehungen raus, ich bin nicht mehr in meinem Heimatort, ich habe jemanden kennengelernt, der mich nicht verurteilt und der sich für mich interessiert und dem ich zeigen kann, wie ich bin, und damit meine ich meine Mitbewohnerin, und die zu dem Zeitpunkt in Therapie war, das heißt, es war ein sehr offener Mensch und die hat mir das Gefühl vermittelt, ich mag dich. Ja, und es war, glaube ich, das erste Mal in einer ganz, ganz langen Zeit, dass ich jemanden kennengelernt habe, der mir einfach gezeigt hat, dass er mich mag und schätzt. Das hat mir, glaube ich, geholfen. Und das hat, glaube ich, also meine Therapeutin sagt immer, das Trauma kommt dann zu tragen oder kommt dann raus, wenn die Seele bereit ist, wenn sie glaubt, dass du jetzt in der Lage bist, es auszuhalten, was kommt. Ihr wisst, dass die ersten 2, 3 Jahre nochmal richtig Chaos waren. Da habe ich ja auch schon sehr oft drüber gesprochen, auch mit Männergeschichten und dann nochmal Kindheit und Pubertät nachgeholt und so und sich nochmal ausprobiert und experimentiert. Aber ich muss euch sagen, dass es halt wirklich so war, dass ich dadurch nicht finden konnte als Mensch, der ich heute bin. Dieser komplette Zusammenbruch deshalb wichtig war, um, ja, das klingt bestimmt dumm, aber irgendwie neu zu gebären. Und es ist wirklich auch so, dass ich in Bildern wirklich das so oft male, tatsächlich vor dem Suizid und nach dem Suizid. Also ich muss euch sagen, gar nicht so die Anfangsphase der PTPS oder so, sondern mein Cut mit all dem, was ich euch heute erzählt habe, ist wirklich dieser 20.09.2024, wo ich versucht habe, mich umzubringen. Und ich habe das Gefühl, dass ich einfach Anteile von mir zurücklassen musste, um endlich ein Mensch zu werden. Ein Mensch, den ich auch mag. Ja, ich muss euch sagen, es gibt viele Dinge, die ich nicht so an mir schätze. Ich bin ein sehr lauter Mensch und manchmal auch sehr vulgärer Mensch. Und ich merke es tatsächlich, dass ich nicht so eine tolle Erziehung genossen habe, auch wenn es um Konfliktverhalten geht. Bei uns haben dann immer alle durcheinander geschrien und sich gegenseitig wüst beschimpft. Und dann hinterher hat jeder ist dann in sein Zimmer und dann kam man wieder zusammen, wenn man normal war. Das sind auch keine guten Verhaltensmuster. Und das aufzulösen und aufzudröseln, das kostet mich manchmal viel Kraft. Ich muss euch aber auch sagen, dass ich heute ein Mensch bin, von dem ich weiß, dass ich halt, also auf den ich stolz bin und der sagt, ja, ich kann mich im Spiegel angucken, ohne dass ich mich hasse. Sondern ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich erlebt habe und ich weiß um meine Fehler. Und das ist Selbstbewusstsein. Man ist sich seiner selbst bewusst, seiner guten und schlechten Teile. Und meine schlechten Teile habe ich euch jetzt offenbart. Ihr merkt es an meiner Emotionalität. Ich wünschte,
ich wäre damals nicht so gewesen. Ich wünschte, ich hätte damals die Weisheit gehabt von heute. So war es leider nicht. Ich habe versucht, mir das selber zu verzeihen und ich hoffe, dass die Menschen, die mir damals begegnet sind, auch mir irgendwann verzeihen konnten, so wie sie sich selber verzeihen konnten. Jetzt will ich natürlich eure Meinung zu all dem Gesagten wissen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch erzählen, wie ihr so als Jugendliche wart oder ob sich durch die Therapie bei euch was verändert hat, was so eure Verhaltensmuster betrifft. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Sonntag. Ich bin fix und fertig. Ich werde jetzt heute gar nichts mehr machen, außer die Serie Once Upon a Time gucken, ja, weil das ist so mit Märchen und so. Und das ist genau das, was mein inneres Kind jetzt braucht. Alles Liebe und Gute. Ich wünsche euch nur das Beste. Eure Valerie.